Ja, meine Damen, meine Herren, Herr Kollege Wegrecht, stellvertretend für den Verein Verantwortung statt Gewalt darf ich Herrn Walter Hölzer sehr herzlich willkommen heißen. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Sparkasse Wetzlar. Ich begrüße die Vertreter der Medien und bedanke mich schon vorweg sehr herzlich für die gute Berichterstattung. Ich heiße Sie alle sehr herzlich hier im Rathaus unserer Stadt Wetzlar willkommen. Wir sind gerne Gastgeber bei dieser Preisverleihung des Vereins Verantwortung statt Gewalt. Und ich darf auch ganz besonders natürlich die willkommen heißen, die heute hier ausgezeichnet werden. Toleranz fördern, Kompetenz stärken, so lautete das Motto des diesjährigen Wettbewerbs und dieses Motto deckt sich auch mit dem Programm Toleranz fördern, Kompetenz stärken, das wir gemeinsam, der Landkreis Lahn-Dill und die Stadt Wetzlar, im Rahmen des Bundesprogrammes hier für unsere Region ausführen und durchführen. Und die Ziele unseres Projektes haben wir in unserem Antrag wie folgt beschrieben. Junge Menschen erkennen die Werte von Demokratie und Interkulturalität und grenzen sich gegen radikale Gruppen ab. Das ist das eine Leitziel. Das andere Leitziel lautet: Zivilgesellschaft und Politik sind sensibel gegenüber Intoleranz, Radikalisierungstendenzen und beziehen klar Stellung gegen solche Strömungen. Auf dieser Linie, dieser Leitziele, dieser Ideale, die wir miteinander formuliert haben, liegt auch der Wettbewerb des Vereins, der ja momentan, glaube ich, auch ein ganz anspruchsvolles Programm hat. Heute die Preisverleihung, morgen das 10-jährige Bestehen. Von dieser Stelle aus auch dazu schon mal meinen herzlichen Glückwunsch. Ich denke, eine lebendige demokratische Gesellschaft braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich für die Ziele unseres Gemeinwesens, unserer Demokratie zu engagieren. Einsatz dieser Art braucht Motivation und Motivation kann und wird über einen solchen Wettbewerb beigesteuert, geliefert und unterstrichen. Und ich habe, ohne dass ich den weiteren Rednern vorgreifen möchte, mir ja auch schon mal angeschaut, was die einzelnen Preisträgerinnen und Preisträger vorzuweisen haben, für welche Aktivitäten sie heute geehrt werden. Ich denke, das passt alles sehr, sehr gut. Das unterstreicht den Ansatz dieses Projektes. Das unterstreicht auch unsere Leitziele, die wir in dem Rahmen des Programms vorgesehen haben. Von daher freue ich mich, dass Sie heute hier sind, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um diese Preisverleihung vorzunehmen. Und ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns alle, die wir heute hier zu Gast sind, auch davon nochmal überzeugen können, was ihr geleistet habt. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Ja, meine Damen, meine Herren, der Lahn-Dill-Kreis, der ja mit der Stadt Wetzlar zusammen Träger des genannten Projektes ist und gleichzeitig auch Mitglied des Vereins und enger Kooperationspartner der Aktivitäten, ist im Bereich der Gewaltprävention schon sehr lange unterwegs. Ich erinnere mich gut, damals war ich Ausschussvorsitzender im Kreistag, Vorsitzender des Ausschusses für Schulen und Kultur, hieß er, glaube ich. Haben wir damals mit dem Professor Hurlmann eine große Veranstaltung in der Aula der Goetheschule gemacht. Das Thema war damals das Schulzentrum und die für viele Außenstehende schwer vorstellbare Gewalt, die sich hinter den Kulissen dieses Schulzentrums abspielte. Da hat es Dinge gegeben, die schlicht kriminell waren und wir kamen dann zusammen in unterschiedlichen Konstellationen, um, da sind wir auch wieder Modellträger, mit der AGAS eine engere Zusammenarbeit einzuleiten. Ich denke, das Schwierigste war sicherlich, Schulen und Polizei an einen Tisch zu bringen. Also ich sage mal, ähnlich tief wie die Gräben zwischen Schule und Jugendhilfe sind, sind sie ja auch zwischen den Lehrern und der Polizei. Und deswegen ist uns hier im Kreis mit diesem Projekt über die vielen Jahre schon etwas sensationell Gutes gelungen, was ja bundesweit und zum Teil über die deutschen Grenzen hinaus dann auch Resonanz gefunden hat. Dieses Modell wurde von anderen dann übernommen. Aber wichtig ist auch, dass auch der Einsatz gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz in diesem Kreis sehr lange Wurzeln hat und viele Vorläuferaktivitäten. Denn wir hatten, und es war das Jahr 1993, das wissen viele von Ihnen nicht, vor allen Dingen von den jungen Leuten, damals wurde nach der Wiedervereinigung der Kasernenstandort Wetzlar aufgegeben. Und dann kamen die Bürgerkriege im früheren Jugoslawien,
mit dem Ergebnis, dass sehr schnell sehr viele Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber hier unter anderem nach Wetzlar kamen, aber auch zum Beispiel nach Herborn-Seelbach. Und als Sozialdemokrat kann ich es mal am Beispiel von Herborn-Seelbach machen. Dort hatte die SPD bei Wahlen immer 60% der Stimmen und bei dieser Wahl 1993 hat sich das genau halbiert. Das heißt, die Besiedlung oder die Ansiedlung von Flüchtlingen in der leerstehenden Kaserne hat zu diesen ja doch sehr intoleranten Reaktionen in der Bevölkerung geführt, die sich ja dann im Wahlergebnis niedergeschlagen haben. Und ich erinnere mich auch noch gut, wie dann im Kreis nach der Kommunalwahl 1993 sowohl die NPD als auch die Republikaner mit zusammen, ich glaube 15 oder 16% Einzug gefunden hatten. Das war keine schöne Zeit und wir haben leider heute noch die Situation im Kreistag, zwei NPD-Aktivisten dulden zu müssen, aushalten zu müssen. Ich kann Ihnen sagen, das ist keine Spaßveranstaltung. Das zeigt schon, dass wir hier an vielen Standorten, in vielen Stellen mit dem Thema Intoleranz und von Intoleranz zu Rechtsextremismus uns auseinandersetzen müssen. Das haben wir immer getan. Hier tun wir es auch zusammen mit dem Verein Unterstadt Wetzlar. Ich bin sehr froh, dass es auch wieder so viele junge Leute gibt, die sich hier engagieren und die durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb auch das Interesse junger Menschen gemeinsam mit uns zeigen. Und bin sehr froh, dass Sie auch heute für diese gute Arbeit und für Ihre Beiträge heute ausgezeichnet werden. Auch von meiner Seite dazu ganz herzlichen Glückwunsch. Bevor ich noch ein paar Worte an Sie richte, möchte ich noch drei weitere Gäste begrüßen. Das ist einmal Herr Hans-Helmut Hoffmann vom Jungen Bildungswerk. Dann ist auch hier Herr Bernd Amur vom Staatlichen Schulamt, der für die Sucht- und Gewaltprävention zuständig ist. Und von der Kreissparkasse die Frau Susanne Dörr-Heil, die nachher auch bei der Preisverleihung teilnimmt, und Herr Möglich, der mal die Sparkassenfiliale Volbertshausen übernehmen möchte, wird. Entschuldigung. Ja, da möchte ich mich noch bedanken bei denjenigen, die diesen Wettbewerb sehr viel gearbeitet haben dafür. Das ist einmal die Frau Ursula Hans. Sie ist leider erkrankt von der QAP. Dann die Frau Majuka Herreuter sitzt hier vorne. Und Herr Karl Schulz, den werden Sie dann auch nochmal gleich kennen, der wird die Laudatio halten für die Vereine. Ja, wir sind der Meinung, dass ohne soziale Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Demokratie dauerhaft nicht stabil sein kann. Und in den Vereinen sehen wir eben viele Grundwerte, die dort gelebt werden: Fairness, Hilfsbereitschaft, Respekt und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Überzeugungen sind in den Vereinen schon verbreitet. Es gibt aber auch, und ich komme aus, bin Jugendtrainer gewesen im Fußball. Herr Schulz war Jugendtrainer Fußball, Handball, Bundesliga-Schiedsrichter Handball. Und wir wissen auch, dass gerade in den Vereinen, in den Sportvereinen, unschöne Geschichten passieren, Übergriffe passieren, auch in den Fanmeilen, aber, und das sollte man immer wieder betonen, nicht nur der DFB, auch die anderen großen Sportverbände, auch die anderen Verbände, die teilweise hier beteiligt sind, die nicht keine Sportverbände sind, sind seit Jahren dabei, Kampagnen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu initiieren und versuchen dort wieder, dass in den Vereinen diese Ideale des Sports, aber auch die der Hobbys, dass sie gelebt werden. Aber wie gesagt, das ist eben nicht ganz einfach. Wir haben jetzt durch den Wettbewerb viele gelungene Aktivitäten heimischer Vereine kennengelernt. Wir haben sie dann hier dokumentiert. Jeder kann sie sich daher mal einsehen. Fordert sie gerne auf und daher können sie sich auch da drüben bedienen, bei den Brötchen und bei den Getränken. Und ich denke, alle, die mal in der Jugendarbeit tätig waren, und ich war immer in Vereinen, die also, ich würde sagen, soziale Brennpunkte waren, beziehungsweise in Gegenden, die also wohl nicht die begüterten Leuten
gewohnt haben. Das ist keine einfache Arbeit. Es gibt wirklich viele Enttäuschungen dabei, aber es gibt auch viele schöne Erlebnisse. Und ich erinnere mich immer gerne daran, also an die Dankbarkeit auch der Eltern, der Kinder und Jugendlichen, die dann, wenn sie mehrere Jahre im Verein waren, dankbar waren, dass sie in diesem Verein aufgenommen worden sind und sich wirklich auch verändert haben. Über den Sport, über die Aktivitäten, die wir gemacht haben. Deswegen auch mein Wunsch an die hier anwesenden Jugendbetreuerinnen und Betreuer, gehen Sie den eingeschlagenen Weg weiter. Sie haben schon viele Erfolge gehabt und einer dieser Erfolge sind sicherlich, dass Sie hier Preisträger sind. Und an die hier anwesenden Kinder und Jugendlichen, viel Spaß und Erfolg in euren Vereinen. Ihr seid tolle Botschafter eurer Vereine. Und ihr steht auch stellvertretend für alle, die in den Vereinen Gemeinschaft erfahren und deren Selbstwert gefühlt gestärkt worden ist. Und auch die Nachbarschaftseine, die wir ja auch hier vertreten sind, denke ich, ist wichtig. Erst durch die Integration kann wirklich Gemeinschaft wachsen. Und ich denke, auch das ist ein ganz wichtiger Beitrag, den beispielsweise die Nachbarschaftsvereine leisten. Dann gebe ich gerne das Wort an Herrn Carlo Schulz. Gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen. Es ist jetzt sehr viel auch von Herrn Wegericht über Extremismus und Fremdenfeindlichkeit gesprochen worden. Und Herr Hölzer hat erwähnt, dass ich 6 Jahre lang in der Handball-Bundesliga gepfiffen habe. Ein Beispiel dafür ist der Zuruf einer Frau in Würzburg, Frauenspiel, dich hätte man unter Hitler vergast. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist die Spitze des Eisberges, die sich zeigt. Ein zweites als Vorbemerkung. Wir müssen uns klar sein darüber, dass unser dreigliedriges Schulsystem mit Sicherheit ein Teil struktureller Gewalt darstellt. Immerhin haben die Gymnasien nur eine Erfolgsquote von knapp unter 50%. Und das produziert sehr viele Verlierer in dieser Gesellschaft, schon in jungen Jahren. Und wer nun ständig seitens der Schule auf die Rübe bekommt und erfährt über Fünfer und Sechser und über Sitzenbleiben, Klammer auf, pädagogische Maßnahme, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Klammer zu, und erfährt über Sitzenbleiben, dass er nichts wert ist, der kann zum Beispiel in diesen Tagen, Podolski geht jetzt nach Arsenal, wenn er gut Fußball spielen kann, gut Handball spielen kann, kann er sein Selbstbewusstsein finden und kann das dann auch vielleicht einmal zum Gelderwerb nutzen. Das aber können nicht alle. Und deswegen sind wir für diesen Verein Verantwortung statt Gewalt. Nomen est omen. So dankbar, dass wir die zahlreichen und vielfältigen Vereine haben. Denn genau in denen kann das Kind, kann der Jugendliche erfahren, dass er, sie wertvoll ist, dass er etwas bedeutet. Und das kann dazu führen, dass er Selbstbewusstsein, sie Selbstbewusstsein entwickelt und weiß, wozu er oder sie da ist. Und deswegen ist diese zumeist ehrenamtlich geleistete Arbeit, die ist überhaupt nicht hoch genug zu schätzen im Sinne von Prävention.